Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über die Kütter Schmerzsalbe geschrieben, welche er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Küttersalbe Erfahrungsbericht. Kütter Schmerzsalbe Erfahrungen. Die Kütter Schmerzsalbe beinhaltet keine chemischen Wirkstoffe und erfreut sich daher großer Beliebtheit. Die Salbe auf pflanzlicher Basis ist zur äußerlichen Anwendung gedacht, bei Muskelschmerzen, Schwellungen und anderen Schmerzen. Ich kenne die Salbe bereits seit einigen Jahren und möchte heute einmal meine Kütter-Erfahrungen darstellen sowie alle wichtigen Informationen zur Salbe selbst, über die Marke Kütter. Kütter ist ein Produkt der Merck Selbstmedikation GmbH. Ihr Ziel ist es, mit innovativen, rezeptfreien Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. Die Geschichte des Unternehmens geht über 350 Jahre zurück und mehr als 38.000 Mitarbeiter arbeiten heutzutage für sie in 66 Ländern. Das Sortiment von Kütter umfasst drei Salben, die klassische Schmerzsalbe, eine geruchsneutrale Salbe und die Kütter Wärmebalsam. Kütter Anwendungsgebiete. Gelenkschmerzen. Schmerzen in den Gelenken sind üblich für die Knie und die Hüfte, können aber auch in der Schulter, den Ellbogen, Zehen oder Fingergelenken auftauchen. Die Ursachen sind meistens eine Entzündung im Knorpel durch übermäßige oder falsche Belastung. Bei chronischen oder sehr starken Schmerzen wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. Bei akuten Schmerzen ist eine Schmerzsalbe wie Kütter optimal, um eine sofortige Linderung herbeizuführen. Schulter- und Nackenschmerzen. Diese Art von Schmerz entsteht vor allem durch Versteifungen und Verspannungen. Für Schulterschmerzen kann häufig auch noch das Schultergelenk ursächlich sein. Zudem wird die Anfälligkeit mit dem Alter immer höher, da sich die Bewegungsapparate abnutzen. Eine schmerzlindernde Salbe ist hier ideal, denn so kann man nach der Behandlung die Muskeln auflockern, die sich sonst vor Schmerz noch weiter verkrampfen würden. Rückenschmerzen. Jeder litt schon einmal an Rückenschmerzen. Da wird hauptsächlich unterschieden zwischen spezifischen Schmerzen, die von einem bestimmten Krankheitsbild ausgehen, und unspezifischen Schmerzen, die zum Beispiel durch Verspannungen ausgelöst werden können. Häufige Ursachen hier sind Bewegungsmangel, einseitige Belastung, abgenutzte Wirbelsäule oder aber auch andere weitaus ernstere Krankheitsbilder wie einen Bandscheibenvorfall. Prinzipiell sagt man, dass bei Rückenschmerzen Bewegung die Heilung fördert. Durch die großen Schmerzen bleibt man dann aber meistens doch in einer Schonhaltung, die dem Körper eher noch schadet. Zur Linderung wird daher auch die Schmerzsalbe empfohlen, sodass man sich beim Gehen wieder wohlfühlt und sich die Verspannung besser löst. Auch hier gilt, wenn die Schmerzen über einen langen Zeitraum anhalten und gar chronisch werden, so sollte man stets den Rat eines Arztes einholen. Kniegelenk, Arthrose. Wenn über die Jahre der Knorpel und das Kniegelenk belastet wurde, so leiden sie darunter und tragen Schäden davon wie Risse und Spalte. Diese führen zu einem stechenden Schmerz im Kniegelenk. Auch hier wird empfohlen, sich regelmäßig zu bewegen, was unter den Schmerzen schwerfällt. Kütter kann dort vorübergehend Abhilfe schaffen, damit man wieder in Bewegung kommt. Der Kütter-Wirkstoff. Der Hauptwirkstoff der Kütter-Salben ist die Beinwellwurzel, eine hochwirksame und eine über Jahrhunderte bekannte Heilpflanze gegen Muskel-, Gelenk- und Rückenschmerzen. Der wissenschaftliche Name Symptinum officinal L bedeutet so viel wie zusammenwachsen und gibt einen wunderschönen Einblick darauf, was die Pflanze bewirken kann. Schon vor hunderten Jahren wurde aus der Beinwellwurzel Pasteln und Salben gemacht, die dann äußerlich aufgetragen zur Schmerzlinderung dienten. Hier ein Auszug aus der Homepage von Kütter. Eine wissenschaftliche Studie konnte nachweisen, dass der Beinwellwurzelextrakt vergleichbar wirksam bei Verstauchungen des Fußknöchels ist, wie chemische Alternativen wie Diclofenac enthalten und dabei sehr gut verträglich. So ergänzen sich Tradition und moderne Medizin. Die starke und schnelle Wirksamkeit des Beinwellwurzelextraktes konnte für Kütter-Schmerzsalbe medizinisch bestätigt werden. Die Kütter-Produkte. Die Kütter-Schmerzsalbe ist die klassische Salbe, die angewendet wird bei akute Muskelschmerzen im Rückenbereich, Schmerzen bei Kniegelenkarthrose, Zerrungen nach Sportverletzungen, Prellungen nach Unfallverletzungen, Verstauchung nach Sport- und Unfallverletzungen, Schwellungen bei Kniegelenkarthrose. Auf chemische Wirkstoffe wurde verzichtet. Im Gegensatz zu vielen anderen Schmerzsalben ist hier kein Diclofenac enthalten. Die Salbe kommt in einem leichten Duft nach Rosmarin. Sie wird einfach präzise auf die Schmerzstelle aufgetragen. Es zieht sehr schnell ein und hinterlässt ein sanftes, gepflegtes Gefühl auf der Haut. Wer den Rosmaringeruch als störend oder unangenehm empfindet, der greift zu Kütter geruchsneutral. Kütter Wärmebalsam. Das Wärmebalsam wird angewendet, wenn man Verspannungen im Rücken, Nacken oder Schulterbereich verspürt. Es kann eine leichte Rötung bei der betroffenen Hautpartie entstehen, was ein Zeichen der gleichzeitig durchblutungsfördernden Wirkung ist. Kütter Erfahrungen und Test. Kütter kenne ich bereits von meiner Oma, die es bis heute immer neben ihrem Bett in ihrer Kommode aufbewahrt. Das hat meine Mutter so von ihr übernommen und so hatten auch wir immer eine Tube Kütter im Badezimmer.
So langsam komme ich in das Alter, wo ich die Salbe auch öfter mal gut gebrauchen kann. Ich habe einen typischen Bürojob und versuche die mangelnde Bewegung durch einen aktiven Lebensstil und Sport auszugleichen. Dennoch habe ich immer wieder mit akuten Nacken- und Schulterschmerzen zu kämpfen. Wenn es zu stark wird und ich mich in meiner Bewegung eingeschränkt fühle, dann greife ich gerne zu der Schmerzsalbe. Ich habe die klassische Version und finde den Rosmarinduft sehr angenehm. Es zieht tatsächlich sehr schnell ein, sodass man sich nach ca. 5 Minuten es eigentlich nicht mehr merkt. Die Wirkung setzt ungefähr auch dann ein, wenn man sie auf der Haut nicht mehr spürt. Gerade bei Verspannungen finde ich die Linderung extrem gut. Man kann sich wieder freier bewegen und somit lösen auch die Verspannungen besser im Laufe der nächsten Tage. Das Wärmebalsam habe ich mir vor kurzem auch zugelegt, weil ich über ein paar Tage Rückenschmerzen hatte. Die Wärme hält über circa eine Stunde und bei Bedarf schmiere ich einfach etwas nach. Es hat mich sehr gut über die Zeit begleitet und mir gut und schnell aus der Phase herausgebracht. Seither mache ich es so, dass ich die Schmerzsalbe bei akuten, stärkeren Schmerzen nehme und das Wärmebalsam schon bei leichten Verspannungen nach oder sogar während der Arbeit, um vielleicht weiteren Verkrampfungen entgegenzuwirken. Beides hilft und hält, was es verspricht. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben und es ist ein Must-Have für mich. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.